So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play F1 2019. Ich würde sagen, wir gehen rein heute in das Qualifikationstraining an diesem Samstag. Bitte nicht böse sein, dass ich tatsächlich so wenig Videos in der letzten Zeit gemacht habe. Ich war beruflich und privat weg, also eher beruflich, und hatte nicht die Zeit, wirklich, um so viel vorzubereiten. Deswegen seht es mir bitte ein bisschen nach, dass ich halt jetzt noch ein bisschen gebremst bekomme. Ab nächste Woche bekommt ihr wieder den Vollumfang, denke ich mal, ab Montag, Dienstag rum, dass ich dann auch wieder ein bisschen mehr weiß, ein bisschen mehr Content habe, versprochen. So, ich denke, Montag, Dienstag rum kriegen wir wieder komplette Dings und also. Kann sein, dass heute nur das F1 kommt und heute Abend eventuell der Livestream, also wahrscheinlich der Livestream. Ja, gehen wir rein ins Qualifikationsrennen. Auf geht's. Großer Preis für Deutschland, Rennen 11. Zum letzten Mal übrigens. Fliegt ja nicht sehr raus, leider. Willkommen zurück zum Qualifying. Wir warten gerade darauf, dass die Ampel in der Boxengasse grün wird, damit es hier mit dem großen Preis von Deutschland auf dem Hockenheimring losgehen kann. Fahrer beschweren sich oft über den Reifenverschleiß auf dieser Strecke und die Mischungen dieses Wochenende werden das Problem auch nicht aus der Welt schaffen. Wird es sich dadurch entscheiden, wessen Reifen länger durchhalten? Man braucht ein ausbalanciertes Fahrzeug, da es fast überall auf die Probe gestellt wird. Viel Mühe sollte in die Vorbereitung der Balance gesteckt werden und nicht nur in einem bestimmten Bereich. Allerdings kann auch der Reifenverschleiß zum Problem werden. Wenn die Reifen nicht durchhalten, ist es egal, wie schnell man ist. So. Da sitzt man wieder im Auto. Und los geht's. Wir müssen ja schon auf die Strecke wieder, weil, ne? Wir müssen ja wieder auf die Strecke, weil es halt auch anfängt, könnte zu regnen. Und das wollen wir ein bisschen verhindern, dass wir wirklich mit einer schlechten Runde starten. So, jetzt sind wir schon mal auf die Strecke. So, ein bisschen. Mal gucken, wie weit wir nach vorne kommen. Ich denke, dass wir keinen Pole-Sitter werden. Also uns die Pole nicht holen. Aber schauen wir mal. So, vor uns, das sind ein, könnte ein McLaren und ein Mercedes sein. Weil wir Verstappen und Vettel vorne jetzt mit den Zeiten. Gute halbe Sekunde vor dem Rest des Feldes. Also vor Verstappen und Vettel. Das reicht. So. Schauen wir mal. Eine Runde. So. Da sind uns tatsächlich Hamilton und meine, also beide Mercedes uns noch zuvor gekommen. Es wird schwierig werden auf jeden Fall und hier die absolute Pole zu holen. Aber da gucken.
best lap so far is a 1 minute 14.6. So, wir haben noch 12 Minuten. Wir haben noch 12 Minuten Zeit. So, da haben wir Ricciardo. Der immer noch auf seinem ersten Versuch ist, der da keine Zeit gesetzt hat im Renault. Also viele werden wahrscheinlich jetzt ihre Zeit setzen müssen. Vor allem, wenn 10 Minuten noch der Regen kommt. Na gut, 10 Minuten, das heißt irgendwie 3 Minuten vor Ende oder sowas. So, dann haben wir jetzt hier noch George Russell. Wir haben noch 10,5 Minuten. Dann noch 4, also Leclerc auch noch davor. Ich sag ja, für die Pole wird es wahrscheinlich nicht reichen. Wir müssen natürlich jetzt mit alles ein bisschen warten, weil natürlich jetzt nichts auf der Strecke ist. Gucken, wenn der Regen jetzt irgendwann kommt. War denn überhaupt irgendwo Anzeichen, dass es ein bisschen regnen könnte? Nur bisher noch nicht, ne? Dauert jetzt alles einen Moment. Da tut sich was aus der irgendeiner Garage. Das ist hinter dem Mercedes. Das ist ein Red Bull. Also das ist Max Verstappen, der momentan nur auf 13 liegt. Also sehr enttäuschend. Also er geht auf jeden Fall seine erste gezeitete Runde, das heißt, wir werden die auch ziehen. Für den Fall, dass wir es tatsächlich nochmal ansetzen müssen. Ja, Sache. Also die Strecke sieht so, also beziehungsweise die Strecke, das Wetter sieht schon so aus, als würde das tatsächlich... bald anfangen zu regnen. Deswegen müssen wir jetzt noch mal eine Runde setzen. Ja, und das sieht noch nicht so aus, als würden wir hier tatsächlich eine gute Zeit setzen können.
Okay. Das war mal ein bisschen zu viel, was ich wollte. Mit der Zeit setzt man zumindest mal auf 2. Mit der Zeit setzt man zumindest mal vorne die erste Reihe, weil es gut wäre. Aber der Abstand zu Hamilton ist deutlich. Der ist scheiße deutlich. Mit nur über einer weit über einer halben Sekunde. So, wir haben noch 3 Minuten irgendwas. Heute wahrscheinlich kein weiteres Video außer der Livestream heute Abend. Der wahrscheinliche Livestream. Ich denke, das sollte ziemlich alles aufgehen. Bin leider noch unterwegs, aber wie gesagt, morgen auf jeden Fall. Ich denke, am Montag, Dienstag wieder volles Programm. Seht es mir ein bisschen nach, dass auch zwischendurch mal das Privatleben ein bisschen vorgeht. Oder das Berufsleben und alles drum und dran und das nicht immer YouTube. Die oberste Priorität hat. Ich mache zwar gerne alles drum und dran, natürlich klar, aber zwischendurch gibt es auch mal Dinge, wo auch YouTube mal ein bisschen hinten anstehen muss. Ne? Und das ist jetzt einfach mal in der letzten Zeit der Fall gewesen. Deswegen kam zwischen mal Sniper Elite auch nur die ungeschnittenen Videos. Also ohne Intro, ohne alles drum und dran. Weil einfach die Zeit fehlte zum Schneiden. So, Lewis Hamilton mit einer. Oh, der hat Verkehr. Der hat den Ferrari da vor sich. Welcher das ist, kann ich jetzt gerade nicht sagen. Ich hoffe, es ist Leclerc. Ich meine, eine zweistellige Nummer gesehen zu haben, dann müsste es eigentlich leer sein. Aber das ist herzlich egal. Der hat ein bisschen Zeit verloren, aber das sollte ihm egal sein, weil er hat die Pole. Ich denke, da wird nichts mehr passieren. Bottas auch noch davor geschoben, Alter. Ja, die Bottas halbe Sekunde. Also ich glaube, gegen die Mercedes haben wir gar keine Chance gehabt. Punkt. So. Ja, ich denke, der Platz 3 ist mehr als in Ordnung. Wenn wir die Ferrari packen würden, ist das okay. Verstappen verbessert sich sehr, weil auf 5, Gasly bleibt auf 6, Vettel nur auf 7 in seinem zweiten Versuch. Ich glaube, Abbruch Hamilton, ja, der wird die Zeit abbrechen, die Runde abbrechen, aber das ist ihm egal, er hat die Pole, müsste die Pole eigentlich haben. Es sei denn, da kommt jetzt nochmal eine Fahrzeit von Leclerc oder Gasly. Ich vermute, dass es nicht der Fall sein wird, aber wir gucken mal. Was haben wir denn? Leclerc haben wir hier auf der Strecke. So, 10 Sekunden noch. Dann sind wir durch hier mit dem Qualifikationstraining an diesem Samstag heute. Wir sind alle bereit für das morgige Rennen, aber bevor es losgeht, werfen wir einen kurzen Blick auf die vorderen Plätze der Startaufstellung. Hamilton, Vettel und Valtteri Bottas. Mit dem Ende des Qualifyings ist unsere Startaufstellung nun komplett für das große Rennen. Seien Sie morgen unbedingt mit dabei, denn es wird zweifelsfrei ein fantastisches Event. Ja, Platz 7 ist es dann am Ende hinter den großen 3. Ja, das wird alles andere als einfach werden, aber wir schauen mal. Wir haben es in England tatsächlich, haben wir es ja gezeigt, dass wir von Platz 9 auf 4 gefahren sind. Hier schauen wir mal, ob wir das ähnlich auf die Reihe bekommen. Das wird sich auf jeden Fall morgen dann um 14 Uhr zeigen. Aber, naja, soll ja. Und wenn nicht, dann
Es ist einfach so. Es erwartet keiner, dass wir jedem Rennen jetzt Punkte sammeln hier ohne Ende. Ne? So. Gut. Okay, das nennt sich wohl erfolgreiches Qualifying. Damit haben wir im Rennen eine gute Chance. So ist es. Und das sehen wir uns dann morgen an. Um 14 Uhr wieder, wenn ihr dabei sein wollt. Bis dahin und auf Wiedersehen. Tschüss.